Gudrun und Dominik, liebe Hochzeitsgäste, die Eltern, die Verwandten, Freunde, Bekannte. So viele sind gekommen, um Zeugen zu sein, wenn ihr beide heute euer Jawort sprechen. Bist du hierher gekommen nach reichlicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Frau Gudrun den Bund der Ehe schließen? Ja. Gudrun, ich frage dich, bist du hierher gekommen nach reichlicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner heutigen Freundin den Bund der Ehe schließen? Ja. Vom Herzen nur das Beste. Ich hoffe, dass das für immer halten wird und wurscht, ob es schwer wird oder leicht wird, es wird den Weg gemeinsam gehen. Und wenn du mir Hilfe brauchst, ich werde da sein für euch. So, liebe Monique, lieber Christian, was möchtet ihr dem Brautpaar für die Zukunft wünschen? Ganz viele Kinder und viele heiße Stunden im Bett. Ich wünsche ihnen natürlich, dass wir beide gemeinsam glücklich werden und dass sie so bleiben, wie sie sind und sie nicht verbieren. Ja, wir wünschen den beiden viel Gesundheit, viele Kinder. Alles Gute für die Zukunft und dass so bleiben wir sind und dass sie ewig beieinander bleiben. Noch einmal die nächste Nachfrage. Was der Bräutigam heute noch alles erledigen muss, da fällt uns noch etwas zu ein. Er muss heute noch auf das Zimmer gehen. Was muss er da machen? Das wissen wir dann noch nicht. Wir müssen noch drüber nachdenken. Was muss der Bräutigam heute noch machen? Seine Ehepflichten erfüllen. Seine Ehepflichten erfüllen. Wie kann er das machen? Keine Ehepflicht erfüllen. Er braucht seine Frau dazu.